Hallo zurück, hier bei der Gartenbahner. Heute sind wir zusammen in der Miniaturwelt Liechtenstein bei Zwickau. Und gemeinsam lassen wir heute einige Loks fahren. Ne? Richtig, genau. Die Körnerschallbahn oder auch die Akkulok. Das Schöne an der Miniaturwelt Liechtenstein ist, dass es hier sehr viele Bauten von der gesamten Welt gibt. In wirklich einer beeindruckenden Größe, wie zum Beispiel der Eiffelturm, der Fernsehturm, das Taj Mahal, die sieben Weltwunder oder weiteres. Jetzt laufe ich gerade zur Göllstahlbrücke, wo gleich unsere Körnerschallbahn rüberfährt. Und hier ist sie auch schon. Jetzt begebe ich mich nach runter auf die Anhöhe oder auf die Anhöhe der Körnerschallbrücke. Und dann sehen wir gleich gemeinsam, wie unsere Straßenbahn über dieses beeindruckende Bauwerk, was hier in der Miniaturwelt Liechtenstein steht, rüberfährt. Eine Wahnsinnsbrücke. Ich selbst liebe ja Brücken. Auch bei uns im Garten habe ich ja auch eine Brücke nach der anderen gebaut. Brücken sind einfach Wahnsinn. Und sie ist natürlich genial. Ja, hier drüben steht noch eine weitere Lok. Genau, da müssen wir erst warten, bis diese weitergefahren sind. Hier kann man also als Gartenbahner in diese Miniaturwelt Liechtenstein hineingehen, sich anmelden und seine eigenen Loks kann man hier fahren lassen an bestimmten Fahrtagen. Wir haben das heute ebenfalls gemacht. Heute ist der 1. Mai 2022. Ja, und es macht einfach Spaß. Nicht nur auf seiner gewohnten Anlage, sondern ebenfalls halt auch hier auf einer wildfremden seine Eisenbahn fahren zu lassen. Das Wetter ist natürlich wieder perfekt. Und jetzt komm, mal gemeinsam näher ran an das wunderbare Bauwerk. Ja, gerade haben wir gesehen, wie die Straßenbahn über die Göllstahlbrücke drüber gefahren ist. Und hier ist schon das nächste beeindruckende Bauwerk, die Dresdner Frauenkirche. Einfach nur genial. Jetzt machen wir wieder zurück zum Hauptbahnhof. Dort nehmen wir jetzt die Straßenbahn von den Gleisen und setzen mal die neue Argolok drauf. Thank you.
Yeah.